Froschgeld ist bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier steht unser SLK 230 Kompressor, den wir für 500 Euro gekauft haben. Das ist unser Sommerprojekt, den wir ganz schnell machen. Ihr habt es natürlich im vorderen Video gesehen, es sind ein paar Sachen dran. Kleinigkeiten, so, dass ich zum ersten Mal meinen Bruder holen muss. Das ist der Selim. Froschgeld, Dennis. Wie er sieht, also ist ein bisschen Ähnlichkeit haben wir ja. Die Schönheit der Familie habe ich geerbt. Denkt er. Und ich bin der Selim, 45, Gutachter. 25. Nein, ich bin selbstständiger Gutachter seit 2008, 2009. Und er ist gleichzeitig mein Manager. Ich bin Arafat, mein neuer Spitzname. Was soll ich machen? Erzähl. Hast du das gesehen? Kommst du übersehen? Was ist hier geschehen? Was sagst du als Gutachter? Du hast hier das Auge dafür. Du bist ja der Fachmann. Kannst du mir sagen, was ich hier alles ungefähr machen muss? Ganz im Ernst? Ich frage mich auch, was da geschehen ist. Ja, also hast du schon mal sowas gesehen mit Schraubenhabe? Ja, ein Playmobil oder was weiß ich, irgendwie sowas. Das, aber es hat was. Ja, genau. Mad Max-Style hat was. Kommt hin. Ja, Kofferraum geht aber auf. Ja, ich weiß ja nicht, du hast ja, diese Gutachter haben ja diesen Blick. Die machen ja auf, gucken sich das an. Hier, kannst du mal. Der hat hinten links einen draufgekriegt. Ordentlich. Die Seitenwand ist gestaucht. Ja. Die Klappe ist gestaucht. Hier siehst du das, es geht immer, wird immer kleiner, aber hier. Das Dach geht auch nicht auf. Da müssen wir auch noch schauen, warum. Aber ich meine, sieht man auch warum. Ne? Also. Das ist ein ordentlicher Totalschaden. Totalschaden? Naja, auf jeden Fall. Warum? Guck mal, hat er doch gut gemacht. Sowas nennst du Totalschaden? Sowas nenne ich Totalschaden, ja. Echt? Heckblech ist drin. Aufnahmeleuchte da. Guck mal, das ist eine richtig schöne. Ach, hier, guck mal die Beule hier an. Ach so. Oh, okay. Das sieht aber harmlos aus. Ach, scheiße, guck dir das mal an hier drin. Also, es war doch keine gute Idee, meinen Bruder zu holen als Sachverständiger. Er sagt, das ist kaputt. Alter, haben wir den Innenkotflügel aufgeschnitten. Ja, ja, und deswegen haben die wahrscheinlich auch das Blech da drauf gemacht, weil sie die Seitenwand da rausgenommen haben. Ach du mal hier, Edosch. Guck mal, hier aufgeschnitten. Haben sie wahrscheinlich nicht gezogen gekriegt. Okay. Da waren ein paar Experten dran. Ich glaube, der Unfall ist hier irgendwo passiert. Hier, also wenn wir die Stoßstange abbauen, werden wir das komplette Übel sehen. Plus, wenn wir das hier abbauen. Vorsicht auf deine Hand. Du hast genau auf den Schwachpunkt eingekriegt. Hier drauf. Ja. Dadurch ist die Karosse nach unten verschoben. Wie gesagt, ja. Deswegen hast du die ganzen Verschiebungen da. Die Auspuffanlage ist beschädigt. Das Heckblech wird ordentlich einen mitbekommen haben. Aufnahme von dem Scheinwerfer ist kaputt. Ja. Also du musst den erstmal vernünftig nach hinten ziehen. Die ganze Dekoration, möchte ich mal sagen, ausmachen. Und dann müssen wir mal gucken, weil hier hat er auch die ganze die Schürze mit Schrauben befestigt. Also der hat einfach ein paar Schrauben zu viel gehabt. Ja. Und Dichtmasse. Dach geht ja nicht auf. Warum, zeige ich euch jetzt. Warte mal. Du musst den mal einhängen erstmal. Ja, du musst das Ding da einhängen. Was macht das denn ab, Abel? Guck mal Wetter an. Ich wollte Cabrio fahren hier. Was ist los mit dir? So, guck mal. Guck mal hier, wie krumm das Ding hier ist. Wie das hier ist, dieser Träger. Schön gerade und der ist komplett schief. Und du siehst ja auch, wie die Heckklappe so runter geht, ne? Siehst du das noch? Ein Sommer reicht für dein Projekt? Natürlich, das kriegen wir hin. Aber jetzt ganz ehrlich, das Ding hat 500 Euro gekostet. Es ist ein 230er SLK plus Automatik plus Sportpaket plus Facelift-Modell plus 140.000 gelaufen plus Ölwechsel bei Motul. Ich muss das kaufen, ist so. 500 Euro. Kannst du nicht meckern. Und hier, wie gesagt, schöne Grüße an Mehmet alle, Bochum Autozentrum. Also der hat mir echt einen super Kurs gemacht. Natürlich ist es immer selbst überlassen, wie du es machen willst. Wenn du es in einen Meisterbetrieb jetzt abgeben würdest und das hier vernünftig machen willst, klar,
bei wie viel Schaden reden wir? Was wird das kosten? 3.000, 4.000 Euro? Unter der Hand. Unter der Hand? Oder meinst du, wenn ich den jetzt kalkulieren müsste? Plus, minus 20, 25. 1.000? Yep. Schaden? Yep. Also wenn ich so einen Unfall habe, komme ich zu dir und du schreibst mir 25.000 auf. Wenn das Auto den Wert hat, ja. Hallo? Das Auto gehört mir. Gut, du musst jetzt dazu sagen, das Auto ist älter, der hat den Markt nicht mehr, aber wenn du jetzt davon ausgehst, dass das Auto einen Wiederbeschaffungswert von 25.000, 30.000 Euro hätte, dann hast du hier, ohne jetzt ins Detail zu gehen, wirst du irgendwo bei 20, 25 dran. Echt? Ja. Wow. Aber so viel geben wir natürlich nicht aus. Wir lassen das ja nicht. Machst du das bei Mercedes? Machen die das mit Gold oder was sind sie? Keine Ahnung. Warum? Wir haben den falschen Beruf ausgewählt. Nee, also ein Karosseriebauer, wo du das abgehst, bezahlst du 25.000 Euro für das. Wenn du den Sachenfachgericht referierst. Was geben die denn dafür aus? Wie, was geben? Die geben doch nicht mal 1.000 Euro dafür aus. Quatsch. Weitaus mehr. Allein schon, was für ein Ersatzteil hast du. Die Heckklappe. Die Heckklappe kriegst du doch wieder gerade. Ja, die Seitenwand hier auch, siehst du ja. Aber dann sieht es halt auch so dementsprechend aus. 25.000 Euro. Also um den normalerweise wirklich verkehrssicher zu kriegen, kannst du davon ausgehen, dass du... Was heißt verkehrssicher, Abi? Was ist denn daran nicht verkehrssicher? Du weißt nicht, ob die Achse einen mit abbekommen hat. Die Achse hat Safe keinen abbekommen. Ich habe den gefahren. Wie gesagt, der Rahmen ist weg. Ja. Muss auf jeden Fall einmal vermessen werden. Mhm. Und dann, wie gesagt, es kann sein, dass die Achse dadurch schief steht. Normalerweise einmal vernünftig ziehen, dann hier abschneiden, alles neu und dann ist das Ding auch wieder in Ordnung. Meinst du jetzt die 25.000 Euro, weil wir die Schrauben hier abbauen müssen? Ein bisschen mehr Arbeitsaufwand. Was hat denn ein Mercedes-Stundenlohn? Mercedes-Stundenverrechnungssatz 170 Euro. 170 Euro? Netto. Okay. Gucken wir uns den mal ganz kurz von unten an. Schauen wir mal, ob da unten echt einen weg hat, bis er zur Achse gekommen ist. Weil die Achse ist okay, ich habe den ja gefahren. Also er war super auf der Spur. Klar, die Bremsen, beim Bremsen hat er gewackelt, das ist klar. So, jetzt heben wir den zum ersten Mal hoch. Das Geile ist ja, Cut wurde geklaut komplett. War auch so eine nette Geschichte, den hier hinzufahren. Shit. Jetzt geht's ja, da achtet mal. Gut, dass wir im Industriegebiet sind, ne? Achtet mal. Oh mein Gott. Ja. Soll man jede AMG mitleiden hier. Ja, das ist ja auch geil. Fahren wir ganz kurz nach Bochum. Ich bin ja damit nach Bochum gefahren, um den Cut ganz schnell zu schweißen. Ich habe mir den aber nicht von unten angeschaut. Es war echt so, ganz schnell ein Rohr finden, drauf machen, schweißen. Und dann nicht mal perfekt. Ne? Also wie gesagt, das habe ich echt so zwischen Tür und Angel ganz schnell gemacht, damit wir überhaupt den überführen können. Erst gucken wir uns das an und danach schauen wir uns den Wagen komplett an. Ich bin auch gespannt, was er noch dazu sagt. Bei 25.000 sind wir gerade. Mal schauen, ob es noch mehr wird. Aber das, was das ist, weiß ich selber nicht. Aber der hat auch Kabelbinder en masse gehabt, der Typ. Ach, guck mal, hier ist eine Abdeckung. Ach, das ist von der Schürze, ne? Also, der Rahmen geht ja noch. Ohne vermessen wirst du es nicht hundertprozentig wissen. Innenradlich ist auch verformt. Ja, hier oben sieht man das Alter schön. Hier hast du einen schönen Knick da oben. Hier zum Beispiel kannst du das schön sehen. Hier ist das nicht, hier ist das super schön gerade. Du musst das schnell schweißen, weil die Cut-Mafia war wieder zugange hier. Cut-Mafia hat, ja, das Auto stand ja fast 2 Jahre. Das wurde voll zu vom Auto mitgenommen. Genau, und dann sind die Mafiosen da gewesen und haben leider Gottes das geklaut. Auf den ersten Blick geht's noch. Aha. Ja, aber der hat ja auch diese Streben, aber dann wird diese Strebe natürlich nicht klappen, ne? Also dann wird der hier noch irgendwie einen Riss haben oder so, also das sieht schon gut aus. Also ich schätze mal, der hat genau die Kante erwischt. Ja. Muss die Schürze auf jeden Fall nochmal abnehmen. Ja, das ist klar. Und dann? Die können wir nicht mehr retten. Ach, so viel Glasfaser haben wir gar nicht für die Schrauben. Guck mal hier. Was denn? Hier, ja, habe ich doch schon vorher gesehen.
Ja, also der muss von hier gezogen werden. Das ist safe. Yep. Ne? Hier Auspuffanlage. Also man merkt, dass er halt so einen Schlag gekriegt hat. Es ist jetzt nicht, also in meinem Augen ist es nicht wild. Was sagst du jetzt? Abschluss? Mach die Stoßstange runter. Was hat unser alter Meister gesagt? Großer Hammer, kleiner Hammer, tak, tak, tak. Also mein Bruder ist auch nebenbei Mechaniker. So, dann wünsche ich dir viel Spaß damit. Ja, also du hast jetzt 10 Stunden den Wagen angeschaut, mir zu sagen, mach die Stoßstange ab. Hä? Genau. Das ist mein Bruder. Kann man nicht erreichen, Nabe? Du bist so mobil und auch unterwegs? Mobil, unterwegs, also, einen Anruf und den Rest. Ja, also unten klar. Sein Instagram ist natürlich verlinkt und seine Anschrift könnt ihr gerne bei meinem Bruder euch melden, wenn ihr einen Unfall habt oder ein Wertgutachten möchtet. Oder was machst du noch alles? Unfälle, das Unfälle. Reicht. Hade. Hustakan, viel Spaß. Hade, hau rein. Ich finde es nicht wild. Also ich selber sage 25.000 echt schon arg. Ich finde den Unfall natürlich nicht so hoch. Aber mein Bruder muss natürlich korrekt. Ne? Also er sagt es natürlich prima Daumen. Er sagt jetzt nicht, dass es 25.000 ist. Aber wenn ihr, sagen wir mal, so ein Auto habt, was 25.000 Euro wert hat, dann wird dir bei 25.000 enden. Ist aber auch so. Das ist ja so ein Knick. Das ist auch kein kleiner Unfall. Ist ja klar. Ihr seht ja auch, wie die Heckklappe aussieht. Es war schon ein Starkunfall. Da hat mein Bruder schon recht. Aber das Gute dran, wir haben nichts an der Achse. Das ist schon mal gut. Bisschen Spiel haben wir hier. Hier haben wir kein Spiel. Okay, jetzt gucken wir uns den an, weil der SLK ist natürlich bekannt für seine Roststellen. Aber Facelift-Modelle sind, glaube ich, nicht so betroffen wie der Vor-Facelift. Deswegen werden wir uns jetzt erstmal anschauen, ob wir sehr viel Rost haben. Was ich sofort wieder sehe, natürlich Flugrost überall. Auspuffanlage brauchen wir uns nicht anschauen, weil der wird sowieso neu kommen. Aber hier, Eidosch, was echt katastrophal ist, was ich gestern noch gemacht habe beim Mercedes, Baujahr 2012 oder so, C-Klasse, die Leitung erneuert. Und hier siehst du das Gleiche auch. Hier, die ganze komplette Bremsleitung ist korrodiert. Ist eigentlich schon kurz vorm Kaputtgehen. Die müssen wir auf jeden Fall erneuern. Hier eine komplette Leitung. Hier auch noch Flugrost, da auch noch Flugrost, ist aber gut. Hier die Leitung. Das ist die Spritleitung. Ihr seht, die ist auch schon korrodiert. Sehr extrem. Die müssen wir nicht erneuern. Die werden wir sauber machen, drauf sprühen. Aber ich muss sagen, Eidosch, die sieht gut aus. Hier auch genauso. Siehst du das hier? Das sind die typischen Schwachstellen, wo die Leitung kaputt geht. Die müssen wir alle bearbeiten oder gegebenenfalls sogar erneuern. Hier siehst du nochmal meinen Cut, was ich an dem Tag ganz schnell draufschweißen musste. Es hat aber Spaß gemacht, den so zu fahren. Ein Tunnel war da und da waren ein paar Leute. Habe ich einmal mal Gas gegeben, falls ich den einen oder anderen erschreckt habe. Sorry. Aber ich finde es aber gut, die haben wenigstens von der Landersonde Stecker nicht abgerissen oder abgeschnitten. Das finde ich echt sehr, sehr gut, weil das wäre echt eine Heidenarbeit. Hier haben die den Stecker vorbildlich nur abgemacht. Ehrlich, Dankeschön. Ehrlich. Cut geht ja, aber wenn die den Stecker da abschneiden, das wird teuer. Und nervig. So, aber ich muss sagen, echt vom Zustand, also natürlich müssen die Seitendinger hier ab, um zu schauen, aber ich muss auch sagen, also das sieht schon gut aus. Von unten sieht er gut aus. Hier kommt natürlich neue Dichtung, Filter, Ölwechsel, das machen wir natürlich, ist klar. Da werden wir schön mit Motul hier uns vollstopfen. Also das Ding wird komplett erneuert von oben hier bis hier hin. Das ist eigentlich der Cut, der natürlich leider rausgeschnitten wurde. Den müssen wir erneuern. Das heißt, hier müssen wir wieder einen Cut einbauen. Ja, hier Mittelschalldämpfer, Endschalldämpfer sieht gut aus. Hier ist Massekabel ab. Der kommt eigentlich hier hin. Den machen wir auch noch drauf. Hier Auspuffanlage ist kaputt. Also Schelle ist ab. Ich bin jetzt echt beeindruckt vom Rost her, weil der stand auch fast also 1,5 Jahre auf der Wiese und man sieht ihn nichts an. Guck mal, Federbruch. Siehst du das? Die Feder? Ah, das ist krass. Stoßdämpfer sind tot. Dann vom Motortechnischen sieht der mir auch nicht ölig aus. Das ist auch sehr schön. Ja, 230 Kompressor ist echt ein sehr, sehr schöner Motor. Auch langlebig. Schön. Gucken wir uns die Gelenke an. Bremsen brauchen wir nichts sagen. Bremsen sind auf jeden Fall totgestanden. Also die müsst ihr erneuern. Hier haben wir ein kleines bisschen Spiel, aber das ist kein Problem. Beim Mercedes Radlager einstellen. Das ist schön. Hier Querlenker
oberen Querlenker sind durch, die müssen wir erneuern. Oh, hier haben wir ein bisschen mehr Spiel. Das kann aber, ja, das kann aber Spurstange sein oder auch wieder Radlager. Bremsen sind tot. Hier der Querlenker oben muss auch erneuert werden. Ja, Bremsen sind eigentlich neuwertig gewesen, aber das Problem ist, die standen sehr, sehr lange. Ja, die Winterreifen sind okay, aber leider nicht vom Kummo. Ja, aber was sehr, sehr wichtig bei diesen Modellen ist, das zeige ich euch mal. Hier, die Fehleraufnahmen hier, da müsst ihr echt mal drauf achten, weil die gehen auch mal sehr, sehr oft kaputt. Aber hier siehst du den Federbruch auch richtig gut. Also der ist zweifach gebrochen. Einmal hier unten und einmal oben. So, hier die Federteller hier, wo die Feder reinkommen, die gehen auch sehr, sehr oft kaputt. Ja. Aber sehen sehr gut aus. Also ich muss sagen, vom Rosttechnischen sieht der sehr, sehr gut aus. Natürlich Kotflügel und so ist tot. Hier ist die Feder auch durch. Ja. Feder! Ein Stück Feder. Tieferlegung nach der Zeit. Aber hier ist auch gut. Hat nichts. Stoßdämpfer sind platt. Die kommen auch neu. Bremsen kommen neu. Reifen kommen neu. Kotflügel kommen neu. Die haben auf dem Kompressor einen kleineren Riemenrad gemacht. Der Riemenrad ist neu. Auch sehr interessant, wie viel PS der hat. Das werden wir bestimmt bei Mitya auch mal kontrollieren. Ob er noch seine 197 PS hat oder ob das Ding hier auch gechippt ist. Ihr könnt natürlich mitentscheiden. AMG-Paket, Tieferlegung, Gewindefahrwerk, anderen Auspuff. So in dieser Richtung denke ich nach. Zwei neue Kotflügel sind schon bestellt. Die kommen neu. Also hier wird auf jeden Fall abgemacht, auch wenn wir unser blaues Wunder erleben. Wir werden das Ganze ziehen oder er macht das, keine Ahnung wie er es macht. Wir werden es auf jeden Fall irgendwie wieder herrichten. Beim nächsten Mal bei dem Karosseriebauer zu sein, mal gucken was der sagt. Ob der umfällt, weil er hat sowas auch noch nie gesehen. Hm. Ich habe so eine Vision, das war genauso wie bei dem AMG damals. Wo ich den gekauft habe, habe ich den so vor meinen Augen gehabt. Den siehst du auch schon vor deinen Augen? Den sehe ich auch vor meinen Augen. Ehrlich, das ist so ein Projekt, was man so richtig schnell durchziehen kann. Hast du noch was? Hm? So, danke fürs Zuschauen. Bleib gesund, euer Kfz-Tutzi.